Enttäuschung ist groß, weil wir waren am 2-0 verlieren und wir kommen 2-2. Und am Ende, das war nicht genug. Ja, also ich muss sagen, dass sie aber gut geschossen, einfach. Sie waren präzise in die Ecke und ja, ich gratuliere zum FC Sion für Sieg. Hi, Nervosität ist kein Problem. Also, ich habe 45 Minuten Donnerstag gespielt. Ich denke, das hat mir gut gemacht. Und heute ich bin einfach ruhig ins Spiel gekommen. Weil ich habe einfach Vertrauen in meine Mitspieler. Ich weiß, ich trainiere jeden Tag mit dieser Mannschaft und ich weiß, was sie für Möglichkeiten haben. Ja, super, aber so, das wird sowieso in meinem ganzen Leben im Kopf bleiben. Ja, eigentlich haben wir das Spiel wirklich mehr oder weniger im Griff gehabt. Wir wissen, dass sie eine richtige Cup-Mannschaft ist. Heute ist wieder das Glück auf ihrer Seite gesehen, aber ich glaube, wir werden einfach irgendwie nicht belohnt, wenn wir es so gut aufholen. Wir haben schon gegen GC einen 0-2 Rückstand aufgeholt. Wir werden am Schluss wieder nicht belohnt, weil wir den Rückstand kriegen. Jetzt wieder gegen Sion. Wir haben eigentlich ab dem 2-1 haben wir wieder wirklich zu 100% dominiert, aber im Penalty-Schießen musst du einfach ein bisschen mehr Glück haben wie die anderen, damit du gewinnst. Und das ist heute nicht auf unserer Seite gesehen, der Glück. Ja, doch, natürlich. Das ist viel ärgerlicher. Ich meine, es macht weh schon allgemein, wenn du Cup-Spiel Viertelfinale verlierst. Dann verlierst du halt 1-2-0 oder 3-1 oder was auch immer. Aber wenn du 0-2 zum 2-2 aufholst und dann noch in die Penalty-Schießen kommst und Nachspielzeit noch dominierst und Chancen hast und doch am Schluss verlierst im Penalty-Schießen, das macht dann schon recht weh. Ja.